schmeiße wieder mal Sommer. Ich spiele am offenen Fenster Klavier. Die Damen schauen heimlich nach oben. Und eine will sogar zu mir. Draußen spielen die Kinder mit Scherben. Und eines trifft eine Flasche im Flug. Der Hauswart ist schon wieder beim Sterben. Ich lehn mich raus, ich krieg nicht genug. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und der Wind weht wieder übers Meer. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich fang ihn ein und hol ihn dir her. Hinten spielt ein Cello mit Geigen. Und an der Wand steht Gabi, ist doof. Aber wenn sie sagt, sie kann ihn nur leiden, ist es wie eine Stradivari vom Hof. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und der Wind weht wieder übers Meer. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich fang ihn ein und hol ihn dir her. Immer mehr. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wenn das Geheimnis zu eindrucksvoll ist, wagt man nicht zu widerstehen. So absurd es mir erschien, 1000 Meilen von jeder menschlichen Behausung und in Todesgefahr, ich zog aus meiner Tasche ein Blatt Papier und eine Füllfeder. Dann aber erinnerte ich mich, dass ich vor allem Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik studiert hatte. Und missmutig sagte ich zu dem Männchen, dass ich nicht zeichnen könne. Es antwortete: Das macht nichts. Zeichne mir ein Schaf. Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den einzigen 2 Zeichnungen, die ich zu Wege brachte. Die von der geschlossenen Riesenschlange. Und ich war höchst verblüfft, als ich das Männchen sagen hörte: Nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich und ein Elefant braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf.
Also habe ich gezeichnet. Das Männchen schaute aufmerksam zu, dann sagte es: Nein, das ist schon sehr krank. Mach ein anderes. Ich zeichnete. Mein Freund lächelte artig und mit Nachsicht. Du siehst wohl, das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Es hat Hörner. Ich machte also meine Zeichnung noch einmal, aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen. Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt. Mir ging die Geduld aus. Es war höchste Zeit, meinen Motor auszubauen. So kritzelte ich diese Zeichnung da zusammen. Und knurrte dazu: Das ist die Kiste, das Schaf, das du willst, steckt da drin. Und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah. Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht? Warum? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt. Er neigte den Kopf über die Zeichnung. Nicht so klein wie... Aber sieh nur, es ist eingeschlafen. So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen.